Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr die gestickten Designs aus Sims 4 Landhausleben freischalten könnt. Also mit Sims 4 Landhausleben kam hier die Fähigkeit Sticken dazu und man hat ganz verschiedene Muster, die man sticken kann, mit denen man auch schön dekorieren kann. Und das dauert aber eine ganze Weile, bis der Sim die gelernt hat und bis man die benutzen kann, um damit zu dekorieren. Aber es gibt ein paar Abkürzungen, wie man da schon vorher drankommen kann und die zeige ich euch heute. Das erfordert natürlich, dass ihr Landhausleben im Spiel habt, weil das ist nun mal ein Inhalt, der mit Landhausleben ins Spiel kam. Und zunächst mal braucht ihr dafür den Stickkorb, der ja auch mit der Erweiterung ins Spiel kam. Und zwar findet ihr die unter Büro und dann hier unter Hobbys und Fähigkeiten. Und ich filter gerade mal nach dem Pack Landhausleben, damit ich es schneller finde. Genau hier. Dieses Kreuzstichset Nadel und Faden, das braucht ihr. Ich platziere das hier mal gerade. Und dann gehe ich hier wieder in den Spielmodus. Und dann müssen wir außerdem den Testing Cheats True aktivieren. Dafür öffne ich jetzt mein Cheatfenster mit STRG, SHIFT und C auf der Tastatur. Dafür erst STRG und SHIFT gedrückt halten und dann noch C dazu drücken. Dann öffnet sich das Cheatfenster, wenn ihr Probleme damit habt. Dazu habe ich ein komplett eigenes Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch jetzt in der rechten oberen Ecke, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Dann gebe ich hier ein Testing Cheats Leerzeichen True. Ich gehe auf Enter. Dann könnt ihr hier schon sehen, Cheats are enabled. Ich schließe das Cheatfenster wieder mit Escape. Und dann drücke ich auf meiner Tastatur auf Shift und klicke dann mit meiner linken Maustaste hier auf das Objekt. Und dann seht ihr hier schon, es kommt die Option Kreuzstich-Cheats. Und dann hat man einmal die Möglichkeit, Wolle im Inventar erstellen, alle gesperrten Muster freischalten. Das würde dann also bedeuten, dass mein Sim die selber herstellen kann, obwohl er vielleicht noch nicht alle Muster sonst freigespielt hat. Und alle Muster im Inventar erstellen. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Und wenn ich jetzt hier in mein Inventar gehe, seht ihr, es dauert einen Moment, alle Muster, die es auch nur geben könnte, erstellen sich hier im Inventar und ich kann jetzt also auch anfangen, meine Wohnung hier damit zu dekorieren, obwohl mein Sim überhaupt nicht sticken kann. Also wir haben hier zum Beispiel ein süßes Bild mit Fliegenpilzen. Hier haben wir die Frau Knautschgesicht als Stickbild. Also ihr seht, wir haben hier ganz verschiedene Optionen. Ich öffne hier mein Inventar mal ein bisschen weiter, damit ihr das sehen könnt, wie viele Stickoptionen man hat. Genau, also wie ihr hier sehen könnt, die haben auch verschiedene Größen. Also hier dieser Ring ist etwas kleiner als hier der Ring. Und ihr habt dann automatisch alle Designs in allen Größen in eurem Inventar. Und wenn ihr die nicht mehr haben wollt, könnt ihr einfach durch die Mehrfachauswahl, die ich hier aktiviert habe, alle, die ihr nicht mehr haben wollt, anklicken und einfach verkaufen. Und dann sind sie weg. Also. Es gibt ja auch die Stickereien, die man an die Wand hängen kann. Über den Sheet erscheinen erstmal die ganzen Designs, die zum Aufstellen sind, also wie ihr das hier seht. Aber ihr könnt auch auf eins draufklicken und dann einfach die Option Kopie für an die Wand anfertigen auswählen. Und das sollte euer Sim dann machen. Genau, und das erscheint dann auch sofort im Inventar. Seht ihr hier, obwohl mein Sim überhaupt keine Fähigkeit da drin hat. Also seht ihr hier viele verschiedene Fähigkeiten, aber Sticken ist nicht dabei. Also genau, also wenn man die erstmal cheatet, sind die alle zum Aufstellen, aber ihr könnt halt wirklich super einfach, indem ihr einfach draufklickt und Kopie für an die Wand anfertigen auswählt, eine Version bekommen, die ihr dann auch an der Wand aufhängen könnt. Wie jetzt hier zum Beispiel dieser süße Brightchester-Drache. Und ja, so bekommt man die gecheateten Designs zum Dekorieren, auch ohne dass der Sim die selber anfertigen muss. Und ja, ich hoffe, das ist für euch hilfreich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!